Spitzname? Wer ist dein Daddy? Wer ist dein Daddalus? Das kommt komisch. Doch, ich sehe einen. Der oder? Ist so seitlich gegangen. Meine Zuschauer haben es auch gesehen. Ach, da hier. Ja, der weiß schon, was du hier. Ich schieß gerade irgendwie nur durch, nur an das. Ne, das trifft ihn auch, keine Sorge. Oh, der blockt schon die anderen. Oh, oh, hier ist noch einer. Ist das? Wo ist noch einer? Man sieht mich nicht. Okay. Nein! Oh, oh. Aber ich bin Erster. Muhahaha. No. Dafür bin ich Letzte. Ich habe nur, wenn ich zwischen den ja. Sonst wäre ich ja natürlich Erster. Vor allem, du bist ja auch nicht, du bist ja freiwillig raus und so, ne? Ja, total freiwillig. Ich meine, komm, das hat sich nicht beendet. Viel Spaß da drin. Nein! Oh Mann! Ich möchte nicht wissen, wie sich das gerade angehört hat. Das war pure Verzweiflung mit etwas Erschrecken. Das war pure Sterbensbild. Jetzt habe ich mich vorbeigelaufen. Es war ein Versuch zu schreien, aber ich darf ja nicht so laut sein. Ich meine, hier, ich bei der Aufnahme ist jetzt, wie viel Uhr haben wir es gerade? Moment, ich schau kurz. Zwei. Genau, drei. Oh, die sind alle bei dem. Oh no, das überlebe ich nicht. Komm schon, ich bin alleine. Loch, nee. I'm so lonely. Where are you? I got no idea. I come and bring you a cake. Oh, a cake, no cookies. And cookies. Come to me. Oh, der ist schon einer. Okay, das war ein Leck. Wo ist der hin? Wo ist der hin, der Idiot? Oder ist auch einer? Alter, fuck. Wieso sehen die mich nicht? Sind die alle dumm? Whoa. Nein, sind sie nicht. Oh, 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 oh. Oh, no! Die Ruhe! Soll sie verpissen? Jetzt ich infiziere dich! Niemand infiziert hier irgendwen! Oh no! Wo bist du? Wo bist du? Nein, ich konnte dich nicht infizieren! Ach man! Ach, verdammt! Aber gute Versuchung. Mann, ich bin immer letzter Überlebender, dann kommen alle zum Mist zu mir und ich überlebe immer recht lang, springe rum wie ein Behinderter und dann sterbe ich trotzdem noch. Wenn der das mal infiziert wird, dann gehe ich von Anfang an oder gar nicht. Schau gemein hier. Oh, hier ist gekommen. Gut, wusste ich. Ja, genau, schießen nur Rücken der RPG drauf, ich meine. Pfff, Idiot. Er hat wirklich gedacht, er könnte Death Warrior kommen. Keine Chance. Wo bist denn du? Ich bin Zombie. Noch nicht. Zombie? Wo bist denn du? Versteckt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder hier? Ach nee, das war's nicht du. Verdammt! Mist. So. Zur. Du bist letzter. Nein, ich bin runtergefallen und tot. Bist du. Wo warst denn du? Bei dem Container, bei dem sich bewegenden Container. Wirklich, da war ich vorhin und bin einfach weggegangen. Da warst du aber erst vor kurzem, oder? Ich war da jetzt eigentlich die ganze Zeit. Nein, ich bin schon. Nein, 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 nein. Oh, das. Nein, ich war doch noch an der Leine. Nein. Jetzt habt ihr mich elendig verrecken gesehen. Oh, du bist runtergefallen? Ja. Oh, du bist runtergefallen?
Knie bin ich. Dann naja, ich immerhin falle ich nicht so oft runter wie du, hm? Das stimmt. Hä, wo ist der Mensch hin? Ah, diese verdammten Rauchgranaten. Ist der nichts? Ich komme blöd vor. Wo ist der? Nummer 1 und Nummer 2. Wunderschön. Und verpissen. Kill Death Boy. Halt's Maul! Das ist gemein. Zombies muss man töten. Überlege mal, wie langweilig Quarantäneregen wäre, wenn es so wäre wie in den Zombie-Filmen, dass du halt, ich meine, wenn du im Kopfschuss gleich als Zombie stirbst, dann hättest du überhaupt keine Chance. Weil einfach jeder nur auf den Kopf zielen würde. Ja, so oder so. Obwohl in manchen Zombie-Filmen muss man ja den Kopf zerhacken und abtrennen. Ja, oder halt die kompletten Gliedmaßen abtrennen. Oh, okay, kennst du den Film? Der ist schon recht alt. Ich glaube nicht, dass du so einen Film kennst. Wie hieß der? Ja, schon fertig. Game over. Ich bin auf Platz 2. Yay. Mit 3 Kills und 5 Deaths. Das hat bei Quarantäne aber immerhin nicht so viel zu sagen. Geld. Erfahrungspunkte. Erfahrungswert. Also wie deine Erfahrungsstufe ist und wie viel du auf nächsten Rang brauchst und so. Und hier gibt es noch einen kleinen Bonus. Durch ein paar Items, die ich da eingesetzt habe hier. So. Schauen wir mal hier. Ich möchte euch mal kurz den Shop zeigen. Hier kann man sich so Waffen kaufen. Kann man sich Waffen kaufen. Verschiedene Sektionen. Also man kann verschiedene Auswahlmöglichkeiten treffen, was man kaufen will. Primärwaffe jetzt zum Beispiel. Und dann eine AR. Ich habe keine Ahnung, was. Assault Rifle. Assault Rifle, genau. Ich habe gerade überlegt. Könnt euch einen Assault Rifle kaufen. Das hier ist das NX, deswegen habe ich gleich runtergescrollt. Oh, hier. Eine M6A2 KQB. Für GP. Aber da musste so eine silberne Pommes sein. Wir sagen zu dem Rang silberne Pommes. Weil wir unterbelichtet sind. Ja. Keine Ahnung, wie sich das so eingebürgert hat. Weil es aussieht wie Pommes? Ja. Das sind die goldenen Pommes. Doppelpommes. Silberpommes. Und das sind die Sterne. Keine Ahnung. Oder Sterne, sage ich dazu. Und das sind die Kernels. Sterne. Das sind einfach die Kernels. Ja, hier ist der Shop. Wie gesagt, gibt's trotzdem sehr schöne Waffen zu kaufen für GP. Muss halt auch den entsprechenden Rang haben. SMGs. Auch sehr schöne dabei. Meine persönliche Favorit, TP90. Dann Sniper Rifles. Die ganzen Quickscoper, die in dem Spiel sitzen, werden sich darüber freuen. Ich persönlich finde, es hat schon Skill, aber es ist einfach nur nervig, wenn du anderen abgesniped wirst. Naja, die Hardscoper sind nervig. Quickscoper und so finde ich gut. No Scope, kein Problem. Ja, bist du trotzdem mit einem Schuss tot. Ja, natürlich. Bloß, ich meine, dafür braucht man wenigstens Skill. Ich meine, zur Hardscope braucht man überhaupt keinen Skill. Ja, aber ich finde es einfach nur nervig. Ich meine, es ist. Magst du mal joinen? Man sollte eine Sniper nicht als Nahkampfwaffe einsetzen. Ich meine, es ist ein Sniper und keine Schrotflinte. Ich spiel schon mal in dem. So, ich mache mir jetzt kurz eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns in-game in diesem Match wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Trash Together. Beziehungsweise, es wird einfach fortgeführt, das alte. So war es vielleicht eine blöde Wortwahl. Wir sind immer noch Quarantäneregen. Das habe ich im letzten Part ja gesagt. Das ist dieses Match jetzt, was im letzten Part angezeigt war. Quarantäneregen, Map Neptun, Spielerzahl ist zurzeit bei 11 Spielern. Ja, wird es auch nicht. Weniger vielleicht schon. Wie bitte? Mehr kann es auch nicht werden. Wurden 11 Spieler eingestellt.
Ja, okay. Dann sind 11 Spiele eingestellt. Wir sind in Runde 1, die wir jetzt noch nicht mitgespielt haben. 9 Runden gibt es. Und hier sind 2 Spieler, 2 Zombies. Und die Runde endet auch gleich. Und ich glaube nicht, dass die Zombies noch eine Chance haben. Ja, glaube ich auch nicht. Das wird jetzt... Ja, Zombies haben aufgegeben, glaube ich. Zumindest der da unten. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Der jetzt gerade die Leiter hochgeht. Ja, 2 Sekunden oder so. Der könnte jetzt runterspringen und genau. Im Flug. Mach ich ja. Nee, das... Ist halt nur blöd, wenn du sowas dann schief geht. ja, hier ist ein Rentier. Hallo, Rentier. Ich glaube, wir sind im... Ich glaube, ich bin im Falschen. Daedalus? Ja, Daedalus. Death Real. Alles fängt alles mit D an. Das ist verwirrend. Ist es dann ernst? Also, darauf wirst du sofort infiziert. Ja, aber da oben wurde gerade eine infiziert. Ja. Hä? Ja. Telekill. Das Übliche an Hackern. F5. Ach ja, ich frage mich, warum man dieses Spiel überhaupt noch spielt mit den ganzen Hackern. Deswegen ist es kein Let's Play, sondern ein Let's Trash. Ja, richtig. Es wäre eigentlich ein schönes Spiel mit einer besseren Grafik, besseren Animationen, nicht mal nur denselben Geräuschen, anderer Rückstoß, wenn man halt alles noch ein wenig überarbeiten würde, weil es hat richtig gute Spielmodi, die Maps, na gut, Vertigo beispielsweise ist ein bisschen von Call of Duty geklaut, also nur ein bisschen. Wer das kennt, der beides kennt, die Call of Duty Map und die Vertigo, der wird das auch sofort erkennen, dass das absolut geklaut ist. Und ja, aber von den Spielmodi, die du hast und der, das wird ja, ich glaube, fast jeden Monat mal gepatcht und da kommt immer mal ein neuer Inhalt hinzu. Das ist ja jetzt nicht schlecht. Also, das macht es eigentlich zum schönen Spiel, wenn es nicht so viele Hacker geben würde. Gibst du mir da recht? Yep. Der da los approves to this shit. Ich hab gerade hier ich hatte einen Zombie am... Oh, jetzt habe ich wieder einen Zombie am Arsch. Soll ich dir helfen? Warte, ich schau mal, ob ich dir helfen kann. Tod in den Tod, in den Tod, in den Tod. Ich lasse mich niemals von einem Zombie infizieren. Oh, ich bin runtergefallen. Ich wollte da drauf, wo du auch warst. Na gut, ich hab nicht ganz so viel. Du wolltest versuchen, mich zu retten. Ja, ich war schon hinter dir. Ich habe auch den Zombie abgeschossen. Ich wundere mich, warum du runtergesprungen bist. Weil der Zombie immer noch auf der Plattform saß, oder nicht? Ja, bloß ich habe den runtergeschossen. Der ist runtergefallen. Oh, da bin ich aber auch. Ich bin gestolpert und hingefallen. Genau. So ähnlich. Lololololom. Das ist jetzt gerade sehr aufregend, wenn man nur die Menschen... Ah, hier rennt einer. Rennt mit Messer? Habe ich ja schon mal gesagt, mit Messer kann man schneller rennen. Komm, lass uns etwas über Gott und die Welt diskutieren, wenn wir hier gerade nicht wirklich mitspielen. Niemals! Warum? Weil ich das jetzt da hingeschrieben habe. Nochmals. Nein, niemals. Auf jeden Fall, wollen wir noch was über das Spiel erzählen. Ich erzähle mir jetzt mal was über die verschiedenen Modis, die es noch gibt. Ein beliebter Modi ist